Look at him, so dark, so beautiful. He has come for his revenge, and he shall have it. A killing machine without remorse, without pity. What has happened to you, Gabriel? What have you become? Love has blinded you, but you have changed, my friend. Your quest is almost over. The dream is in sight. Now you must face death, and you must defeat it. The mask is a powerful device, and he who wields it can do anything. Bring back the dead, rule the world, destroy the universe, challenge God himself. You are the one, Gabriel. You are the one. Impressive, warrior. I'm amazed you've come this far. I have come to end this, sorcerer. By whose authority? What right do you have to judge me when so much blood has been spilt by your own hands? Look at you. You revel in death. We are one and the same. You and I. You will not stop me. No, I will not stop you. Look upon me, hypocrite. Gaze upon glorious death. Heilige Scheiße, da kommt was Großes auf uns zu. Na, das ist ja ganz wundervoll. Der Dracolich-Titan. Größe riesig sogar und Schwierigkeit hoch. Ich glaube, bei den Titanen, die wir schon bekämpft haben, stand auch immer riesig da, nicht? Nekromanten sind böse Zauberer, die mit ihren finsteren Kräften die Toten kontrollieren können. Es wird zwar allgemein angenommen, dass ihre Kräfte auf verstorbene Menschen beschränkt sind, doch in Wahrheit umfassen sie alle toten Kreaturen, wie man an diesem Monster sehen kann. Es ist der wiederbelebte Kadaver eines Drachen. Diese Riesenkreatur, ein Überbleibsel aus der Urzeit, starb lange bevor die Nekromanten in dieses Land kamen und wurde unter Tonnen von Gestein begraben, sodass sie als Fossil endete. Als der Dunkelfürst seine Festung in dieser Ödnis errichtete, entdeckte er den Kadaver und rekonstruierte ihn, indem er mit Hilfe magischer Runen böse Geister an die uralten Knochen band. Sollte es notwendig werden, kann dieses Monster seinen Meister einen letzten Dienst erweisen. Na super! Ich vermute, das wird ein ähnlicher Kampf wie gegen die Titanen, die wir schon bekämpft haben. Aber ich freue mich nicht drauf, denn die liefen nie wirklich gut. Oh shit. Komm schon. Auf zur Kletterparty. Ich will nicht. Wo lang müssen wir? Rechts oder links? Ich probier's mal rechts, mal schauen.
Oh, hier geht's hoch. Ist eine gute Idee. Okay, was jetzt? Ah, hier geht's wieder runter. Aber was passiert, wenn ich hier abstürze? Sterbe ich dann, oder? Ich habe keine Ahnung. Hier hinten geht's nicht wirklich weiter, kann das sein? Ich sehe zumindest keinen Weg. Nee. Da fehlt eine Schuppe sozusagen. Aber wie komme ich denn da drüben dran? Er will nicht springen, auf jeden Fall. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Kann ich denn hier hoch? Ja, kann ich. Aber ich kann nicht springen. Also das ist nicht das Geheimnis. Ich dachte vielleicht, dass ich da drüber springen muss. Oh, warte mal, warte mal. Kann ich hier an dir runter? An der vielleicht? Ach ja, klar. Na, herzlichen Glückwunsch. Gabriel, du hast einen totalen Schatten. Aber, nee, hä? Was mache ich denn hier eigentlich? Muss ich nach oben? Ich kann gerade weder das eine noch das andere. Irgendwie geht gerade gar nichts. Doch, jetzt kann ich hier nach oben, okay? Aber was habe ich davon? Ich komme nirgendwo dran von hier aus. Ist hier was? Nee. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Jetzt komme ich hier weiter, okay? Warum ging das vorher nicht? Und was? Ach nee, hier war ich doch schon mal in der Ecke, oder? Hier bin ich doch nicht weitergekommen, genau. Was soll ich tun? Ich verstehe es gerade nicht so richtig. Oh Mann, sagt mir, was ich tun soll. Shit. Ich gehe mal in die andere Richtung. Vielleicht habe ich da mehr Glück. Ich meine, irgendwas muss ja hier zu machen sein. Und dort sehe ich wirklich keinen wirklichen Weg. Hüpfen wir uns einfach mal rüber. Hey, geht's nicht weiter, hä? Hier geht's in keine Richtung weiter. Was ist das denn? Oh Mann. Warum stecken hier diese Pfeile im Boden? Haben die was zu bedeuten? Dieser Kampf verwirrt mich über alle Maßen. Okay, also doch wieder zurück. Hier bin ich zumindest ansatzweise vorwärts gekommen. So, es muss doch einen Sinn haben, hier runtergehen zu können. Ach! Na sieh mal an. Gabriel, du hast wirklich einen Schatten. Sowas macht doch keiner. Aber was habe ich jetzt davon, hier zu hängen? Ich meine, ich komme jetzt im Prinzip genauso weit wie vorher auch, ne? Lass mal hier langklettern. Keine Ahnung, ob ich hier irgendwo auch mal ein Ziel erreiche oder... Da unten hin? Habe ich jetzt einen Fortschritt erzielt? Ich weiß es nicht. Ne, jetzt bin ich doch wieder da, wo ich angefangen habe, oder? Ich verstehe es nicht. Sorry Leute, ich verstehe es wirklich nicht gerade. Wo muss ich denn hin? So, hier komme ich nicht hoch. Es geht eigentlich nur hier drüben lang. Aber das ist doch genau das, wo ich hergekommen bin, nicht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Weg ist, wo ich hergekommen bin. So, und hier?
Ich weiß es nicht. Nee, irgendwie ist es jetzt anders als vorher. Ich weiß aber nicht, was anders ist. Komme ich denn jetzt irgendwo hin von hier aus? Nein. Ich kann nirgendwo dran springen, außer halt wieder zurück. Das bringt mir herzlich wenig hier. Außer vielleicht, ich soll wieder in die Richtung gehen. Ich wüsste aber halt nicht, wieso. Oh, komm schon. So wieder hoch? Nee. Das hat irgendwie alles keinen wirklichen Sinn, was ich hier tue. Ich müsste mich doch eigentlich auch in Richtung Kopf vorarbeiten, oder? Wäre das nicht irgendwie sinnvoller? Okay, ist das jetzt das Ding, an dem ich schon mal gehangen habe, oder nicht? Ich weiß es nicht. Es sieht alles gleich aus. Ich glaube, wir sind doch dabei, uns irgendwie vorzuarbeiten. Was ist das nur für ein komischer Gegner? Okay, häng ich wieder dran. Okay, hier ist wieder so ein Teil. So weit, so gut. Ich meine, für mich ändert sich hier nicht wirklich was effektiv, aber ich glaube, wir bewegen uns irgendwie. Auf jeden Fall geht es hin und her auf den Seiten. Oh ja, davon ist was. Unglaublich, wir kommen vorwärts. Es kam mir nicht nur so vor, es ist tatsächlich so. So, aber jetzt... Ah! Jetzt geht's los. Also dann. Jawohl. Und weiter geht die wilde Fahrt. Auf zum Kopf dieses Monstrums. Oh Gott. Aber ich muss sagen, ein bisschen klarer hätten sie den Weg dann doch schon einzeichnen können. Denn ich habe am Anfang ehrlich gesagt wirklich gar keine Ahnung gehabt, inwiefern ich mich hier irgendwie bewegen soll. Oh nein. Echt jetzt? Oh komm schon, Junge. Du willst mich doch verarschen. Aber hoffentlich nicht nochmal alles, oder? Na komm schon. Trau dich. Du kleiner Bastard. Und wir sind wieder im Spiel. Aber ich glaube, wir müssen wirklich nochmal alles machen, oder? Nein, doch nicht. Wir sind wieder da, wo wir das eine Ding zerstört haben. Das ist gut. Immerhin das. Immerhin das stehen sie uns zu. Aber ich meine, das war bei den anderen Titanen ja eigentlich auch immer so gewesen. So, diesmal warte ich dann doch, bis diese Glieder wieder zusammenrutschen. Man kann wahrscheinlich doch nicht in jedem Moment springen. Okay, halt, 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 drücken, schön festhalten. Okay. Und rauf. Ich glaube, ich habe gerade schon seinen Kopf gesehen da hinten. So. Und weiter drauf auf das Siegel. Sauber. Okay.
Jetzt also im Steigflug. Na, das ist doch traumhaft. Ich glaube, langsam wird er ungehalten. Und ich glaube, so langsam wird für uns der Weg ein bisschen klarer. Okay. Na komm, arbeite dich noch ein Stück an seinen Rippen hoch. Das nächste Siegel ist doch schon in Sicht. Ich glaube, 5 sind es insgesamt, wenn ich mir so die Leiste angucke, oder? Oder noch eins mehr? Na gut. Drauf da! Du kannst mich nicht davon abhalten, dich zu töten, Bastard! Auch der Tod kann sterben und ich werd's dir zeigen. Ich muss ja sagen, eigentlich ist der Dracolicht ziemlich dumm. Er hätte jetzt einfach Gabriel abstürzen lassen können. Und die ganze Geschichte wäre für ihn sehr gut ausgegangen. Aber nein, er musste ihn ja angreifen und ihm damit eine Chance bieten, wieder das rettende Ufer an seiner Seite zu suchen. Selbst schuld, sag ich mal. Das Gute ist, er kann nicht zuschlagen, ne? Während die anderen immer noch zuschlagen konnten, die Titanen, wenn wir an ihren Siegeln waren, kann er eigentlich nichts machen. Denn wir sind direkt an seinem Kopf. So, Bastard. Oh nein, im Maul, habe ich das gerade richtig gesehen? Ihr wollt mich doch verarschen. Ich muss ihm ins Maul springen. Was liegt da? Da lag doch was, oder? Das? Keine Ahnung. Aber wir müssen hier mitten rein. Ich glaub's ja nicht. Das war, glaube ich, nicht so gut. Können wir noch irgendwo hinspringen von hier aus, oder? Nein. Ich weiß nicht, was ich tun soll gerade, ehrlich gesagt. Ha, das ist irgendwie seltsam. Was ist dieses Ding hier auf dem Boden? Okay. Ich glaube, ich muss es eher abpassen, ne? Nee. Das hilft mir irgendwie auch nicht weiter. Was soll ich tun, Leute? Sagt's mir. Shit. Ich verstehe es gerade nicht. Soll ich rein oder nicht? Muss ich das irgendwie blocken? Ich glaube nicht, dass ich das blocken kann, oder? Und was hat es mit diesem Ding auf dem Boden hier auf sich? Hat es einen Grund, dass das hier liegt? Ich versuche mal zu blocken. Nein, kann ich nicht. Okay, ich kann das Ding auch nicht zerstören hier. Das
So, lass noch mal probieren. Ah, okay. Ich kann ihn so daran hindern. Alles klar. Wir müssen einfach nur schnell genug sein. Das war nicht schnell genug. Mach dein Maul auf, Bastard. Ich glaube, ich laufe nicht weit genug in ihn rein. So, jetzt. Jetzt bin ich drauf. Jetzt also, das bedeutsam, alles klar. Hau drauf. Der Drakulich scheint besiegt. Aber noch ist es nicht vorbei. Noch müssen wir uns durch Kapitel 12 kämpfen. Ein Level, der Endkampf. Denn noch haben wir nicht die Maske des Herrn der Toten. Noch müssen wir ihn selbst besiegen. Und ich glaube, das wird nicht gemütlich. Zumindest ist der Drache besiegt und das war ein hartes Stück Arbeit, weil ich am Anfang überhaupt keine Ahnung hatte, was zu tun war. Aber jetzt kommt's zum großen Finale. Auf geht's!